Frau Helm, Sie sind jetzt in Waidhofen zuständig für Tourismus. Diese Position hat es ja eigentlich vorher nicht gegeben. Wie kommt jemand aus Deutschland hier ins Ibstal als Tourismuschefin? Es waren eine Verkettung vieler Zufälle, wie das Leben eben so spielt. Angefangen habe ich eigentlich im Eventbereich. Ich bin gelernte Veranstaltungskauffrau, habe dann Kulturmanagement studiert und die letzten 3 Jahre in Südfrankreich verbracht, in einem Schloss, das sowohl Kulturveranstaltungen macht, generell Veranstaltungen, Hochzeiten, Seminare und aber auch den Hotelbetrieb. Sich darüber im Endeffekt finanziert. Und habe dann mit meinem Lebensgefährten, der aus Maria Neustift kommt, entschieden, wir möchten eigentlich wieder ein bisschen näher an die Heimat. Ich komme ursprünglich aus München, also Bayern ist nicht so weit. Und haben dann angefangen zu suchen. Also ganz konkret, was gibt es? Und dann wollte es der Zufall, dass auch gerade jemand gesucht wurde für die Weil wir ein Organisation. Schloss haben, nicht? Sie kommen quasi vom Genau, Schloss ins Schloss vom Schloss ins und Schloss. haben natürlich auch den Vorteil, dass Sie die Außensicht auf Waidhofen haben. Und ich glaube, das ist ein sehr großer Vorteil. Wie sehen Sie Waidhofen als Tourismusstadt in den letzten 3 Monaten, die Sie hier tätig gewesen sind? Also die Außensicht ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Gerade jetzt am Anfang habe ich ja auch noch, bin ich selber Tourist. Das heißt, ich entdecke die Gegend auch aus dem Blickwinkel eines Touristen. Mir fällt auf, wenn etwas nicht ausgeschildert ist, beispielsweise, weil ich die Wege hier nicht kenne. Die Außensicht ist deshalb aber auch gut, weil ich recht unabhängig bin. Ich bin nicht mit irgendwem schon zur Schule gegangen. Ich kenne, was auch immer vor mir war, das kenne ich nicht. Das heißt, ich habe einen sehr unverstellten, unvoreingenommenen Blick. Vielleicht können wir gleich hier einhaken. Wie sehen Sie mit Ihrem unvoreingenommenen Blick, ganz konkret gefragt, die Tourismusstadt Waidhofen? Waidhofen ist eine Perle, die noch ein bisschen in der Muschel versteckt ist. Das Angebot ist enorm groß. Es ist divers, Leben voller Möglichkeiten, ist nicht zu Unrecht der Claim der neuen Marke. Trotzdem hat Waidhofen es sind verschiedene Aspekte. Gibt eine wahnsinnige Geschichte, die hier zu entdecken ist, die schon aufbereitet ist, aber die man auch noch mehr aufbereiten kann, auch wieder für ein jüngeres Publikum. Es ist eine Einkaufsstadt, was unter dem tagestouristischen Aspekt nicht zu verachten ist. Und ich glaube, das, was Waidhofen fehlt, ist nicht ein noch breiteres, diverseres Angebot. Da kann man an der einen oder anderen Stelle eventuell drehen. Aber was Waidhofen noch fehlt, ist die Sichtbarkeit. Es gibt hier alles. Jede Frage, die ich gestellt habe, gibt es in Waidhofen eigentlich, wird zu 90% mit Ja beantwortet, aber man findet die Informationen nicht. Das heißt, für einen Touristen ist es wahnsinnig schwierig, überhaupt zu entdecken, was es hier alles an Möglichkeiten gibt. Wo sehen Sie die Hauptzielgruppe in Waidhofen? Ich bin immer dafür, an den Stärken anzusetzen, da perfekt zu sein und sich dann, wenn der eine Bereich gut läuft, anderen Bereichen zuzuwenden. Das heißt, die große Stärke von Waidhofen ist der Tagestourismus, der Ausflugstourismus. Darunter auch darf man nicht vergessen, die Region, die zum Einkaufen nach Waidhofen kommt, die man viel stärker sich noch packen kann, die man versuchen muss, länger in der Stadt zu behalten, um einfach auch eine entsprechend höhere Wertschöpfung zu generieren. Der zweite Bereich des Tourismus ist der Nächtigungstourismus. Da ist Waidhofen nicht so stark, wie es vielleicht sein könnte, wobei für mich das der zweite Bereich ist, erst an die Stärken gehen. Und da sehe ich aber auch Potenzial mit dem Buchenbergheim beispielsweise, weil dort haben wir Nächtigungszahlen, die Leute sind vor Ort und die haben vielleicht einen etwas engen Zeitplan, aber es sind trotzdem Menschen, die eine Beschäftigung suchen, die vor Ort sind und denen man das Angebot, was Waidhofen hat, einfach noch besser präsentieren muss.
3 Monate, haben Sie gesagt, sind jetzt hier tätig. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass die Analysephase bald abgeschlossen sein wird. Was sind die ersten Hebel, die Sie konkret in Bewegung setzen? Wir haben viel intern bisher gearbeitet. Eine neue Position erfordert immer auch, dass das Team, was dabei ist, mitgenommen wird. Ich habe sehr viel die internen Prozesse analysiert. Wo mangelt es an der Kommunikation beispielsweise? Wo müssen wir als Team im Tourismus, ich bin ja nicht alleine, ich bin nur ein kleiner Teil eines großen Teams, wo müssen wir besser zusammenarbeiten? Wo liegen die Stärken und die Schwächen der einzelnen Mitarbeiter, das herauszuarbeiten? Ich kann mich immer nur wiederholen, ganz stark die Sichtbarkeit, daran mangelt es. Ja, aber es muss etwas sichtbar gemacht werden. Es ist nun so, dass Waidhofen ja nicht die klassische Tourismusstadt ist. Das heißt auch, dass man hier eigentlich mit Tourismus gar nicht umgehen kann. Ja? Es gibt auch kein Bewusstsein, kein touristisches. Es ist gut, dass Waidhofen authentisch ist. Das ist etwas, das kann man verkaufen, um es jetzt mal ganz klar zu sagen. Das ist ein sehr, sehr großer Vorteil. Das ist auch die Ideen oder die Ziele, die ich habe, die gehen hin zu einem sanften Tourismus, einem authentischen Tourismus. Die Reisebusse, wo die eine Stunde durchrennen, Fotos machen und wieder weg sind, sehe ich hier nicht, sondern das nachhaltige Leben, das gute Leben, was man hier sowieso lebt. Ich habe das Gefühl, ich bin von lauter glücklichen Menschen umgeben. Bis vielleicht Montagmorgen noch nicht, aber generell. Das ist etwas, wonach sich Menschen sehnen, und auch die Authentizität ist im Tourismus ein ganz, ganz großes Thema. Also Sie glauben, dass die touristischen Potenziale sowohl von der Hardware-Seite als auch von der Software, sprich die Menschen, hier vorhanden ist und auch dementsprechend genutzt werden soll? Es muss sicherlich der eine oder andere Bereich ausgebaut werden. Wir werden anfangen, ab März überhaupt stärker in den Kontakt auch mit den Tourismusakteuren zu treten. Das heißt, es wird einen regelmäßigen Austausch geben. Aber was sind diese Produkte, die Sie angesprochen haben? Was sind die Highlights, die Sie ganz konkret in Waidhofen jetzt anbieten und verkaufen? Die Richtung geht in Richtung Genuss. Waidhofen ist eine Genießerstadt. Man verbringt hier Zeit, man bleibt auf der Straße stehen, man unterhält sich. Das heißt, wir haben das Thema Flanieren in Kombination mit einem Picknickkorb beispielsweise. Es gibt das Produkt Nachtwächter, das ist nicht zu unterschätzen. Das wird sowohl auch von Einheimischen, aber auch von Touristen sehr, sehr gut angenommen. Das werden wir stärker ausbauen. Es wird ein Konzept geben, wo sich Waidhofen positioniert, mit einem eigenen Thema, auch mit eigenen Produkten zum Thema Business-Tourismus, um hier auch überhaupt relevant zu sein auf dem Markt. Wie gesagt, nur mit Seminarräumen ist man heute einfach nicht mehr relevant. Da gibt es zu viel. Sie haben das öfteren gesagt, Waidhofen sollte sichtbarer gemacht werden. Stichwort Messen, das ist immer so ein Zauberwort. Das war früher das Mittel, um gesehen zu werden. Dank dem Internet braucht man das nicht zwingend. Allerdings möchte ich da auch einschränken, hängt es von der Zielgruppe ab. Beispielsweise ist jetzt gerade die Seniorenmesse in St. Pölten. Da haben wir es auch, das ist eine Endkundenmesse, das heißt Endkunden, die selbst verreisen. Und da ist die Aufmerksamkeit auf die Information, nicht auf die Giveaways, sondern auf die Information, sehr, sehr groß. Die Fragen haben eine ganz eigene Qualität, wo man viel mitnehmen kann, und dort können wir gezielt Angebote unterbringen, nämlich eine Stadtführung mit anschließendem Kaffeehausbesuch etc. Andere Messen sehe ich eher kritisch, und wir werden in Zukunft jeden Messebesuch uns genau anschauen. Machen wir das weiterhin oder machen wir das nicht? Also auch eine tendenzielle Umschichtung ins Internet? Ganz, ganz sicher.
Wer nicht im Internet ist, existiert heute nicht mehr. Da hat Waidhofen einiges aufzuholen im Bereich Online. Stichwort sanfter Tourismus, den Sie anstreben. Was gibt es auf diesem Sektor für Schwerpunkte, die Sie für Waidhofen als ideal empfinden könnten? Da ist es mir auch wichtig, dass man Dinge nicht für den Touristen tut, sondern man tut es für sich selbst und der Tourist freut sich daran. Das ist die Devise. Das heißt, es wird für die Stadtentwicklung wahnsinnig viel getan. Da passiert ja gerade ungemein viel mit unserem neuen Bürgermeister. Und da anzusetzen, da stärker zusammenzuarbeiten, auch mit den unterschiedlichen Abteilungen. Der Tourismus ist nicht für sich ein alleinstehender Teil, sondern das erfordert immer die Zusammenarbeit. Und auch da wieder stärker die Tourismusakteure fordern. Mit dem Stadtmarketing werden wir stark zusammenarbeiten, die ja auch Produkte kreieren und da uns stärker einbringen, um das Thema, die vorherrschenden Themen, die es gibt, beispielsweise die Marktkultur, die wirklich wundervoll ist. Ich genieße es jeden Morgen, wenn der Markt ist, auf meinem Arbeitsweg, um diese Dinge besser zu nutzen, touristisch auszuschöpfen, ohne dass man sich dabei verkauft. Wie sehen Sie eigentlich, wenn etwas getan ist, dann auch diese Phase der Evaluierung? Das ist ja meistens nicht nur in Waidhofen auch ein Schwachpunkt, dass man arbeitet und meistens liest man das Ganze nur an Nächtigungszahlen ab, was im Prinzip nichts sagt, weil Sie auch das Buchenbergheim angesprochen haben. Das sind Zahlen, die seit Jahrzehnten bestehen. Genau. Aber wo ist eigentlich die Evaluierungsphase und wen binden Sie da alle mit ein? Evaluierung beginnt für mich nicht am Ende, sondern ganz am Anfang. Das heißt, das ist auch eine der Tätigkeiten, die ich gerade sehr, sehr, sehr viel tue, ist Zahlen sammeln. Sprich, den Ist-Stand, das, was jetzt ist, überhaupt erstmal zu erfassen. Das wurde in der Vergangenheit bis auf einzelne Produkte wenig getan. Das heißt, da bin ich wirklich am Einsammeln von Informationen und eben hauptsächlich auch Zahlen, ich bin ein Zahlenmensch, um wirklich messen zu können, konkret auch hinterher, hat das jetzt was gebracht oder zeigt sich in der Realität, die Idee war gut, aber es ist nicht angekommen und man geht zum nächsten. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir werden auch da die Beherberger beispielsweise stärker einbinden. Die sind am Kunden. Ich als Leiterin Tourismus sitze im Tourismusbüro und mir ist auch wichtig, ich bin auch immer vorne am Schalter, immer wieder, einfach um auch den Kontakt zu haben, weil da sind die Anfragen, die mich wieder inspirieren, auch neue Dinge anzustoßen. Aber die Beherberger, die Gastronomen, aber auch die Geschäfte, das sind die Menschen, die wirklich jeden Tag mit wahnsinnig vielen Menschen in Kontakt sind, mit Touristen, aber auch mit Einheimischen. Und die müssen stärker gefordert werden, stärker eingebunden werden. Gut, Frau Helm, dann wünsche ich Ihnen viele inspirierende Momente. Danke. Mit den Waidhofenern und auch den Touristen. Und ich bedanke mich für das Gespräch. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Dankeschön. Danke.